Freunde, da bin ich wieder. Hallo, schönen guten Tag. Ich hoffe, euch geht es sehr gut. Nichts anderes habt ihr verdient, nichts anderes wünsche ich mir. Ich finde es so schön, wie das Feedback hier auf dem Kanal ist, wenn ich Technik-Reviews mache. Das finde ich richtig geil, motiviert mich auch genau in dem Bereich mehr zu machen. Und dementsprechend kommt jetzt ein neues Video, ein neues Technik-Review-Video. Ein Video, in dem es um ein Produkt geht, was ich erstmal sehr abgefahren finde. Und zwar ist es, haltet euch fest, jetzt wird's absurd, der Panasonic Sound Slayer. Ich hoffe, es läuft jetzt Metal-Mucke. Sound Slayer, was ist das? Der Sound Slayer, die sagen selber, es ist ein Wearable Immersive Gaming Speaker System für PC, PS4, PS5, Xbox One, Series S, X und Nintendo Switch. Wearable Speaker System. Es sieht abgefahren aus, oder? Ich würde sagen, wir machen es so wie jetzt bei allen Videos. Wir packen es aus, gucken, was dabei ist, machen den Computer ready, gehen auf die Features ein, wobei die kann ich auch jetzt mal kurz vorstellen, die auf der Verpackung stehen. Hier steht nämlich Noise and Echo Cancelling High Quality Dual Microphone. 3 Game Sound Modes designed for types of games you play. RPG, First-Person-Shooter und Voice. Und dann gibt es noch Comfortable to wear and well fit on the shoulders. Und da sind 4 Speaker verbaut und hat auch Surround Sound. Das klingt alles ganz nice. Das Design ist total abgefahren. Finde ich immer spannend sowas. Jetzt geht der Test los. Jetzt packen wir es aus. So. Ausgepackt. Es ist nicht wirklich viel drin in der Verpackung. Das Gerät an sich, hier ist es, fühlt sich eigentlich ganz gut an. Relativ leicht. Das muss nichts bedeuten. Hier ist auf jeden Fall so eine Gummihaut. Fühlt sich angenehm an. Und ich habe hier so kleine, was auch so gummierte Stopper. Dann gibt es Tasten. Es gibt einen AUX-Eingang, wird es ja wohl sein. Dann Mic, Mute und den Sound-Button. Hier habe ich auch nochmal Mute auf der anderen Seite, sowohl Lautstärke verringern und erhöhen. Das heißt, ich werde das Gerät so tragen. Soundslayer-Style. Ey, ich bin echt gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Es sieht irgendwie abgefahren aus. Sieht aus wie wie im Flugzeug. So ein schönes Nackenkissen. Was ich eigentlich mal ganz gut finde, nur dass der Nacken hier nicht das bekommt. Ich werde jetzt mal über mehrere Stunden oder Tage dieses Gerät testen, nutzen und euch dann mein Feedback geben. Und dann einfach euch zeigen, was kann es, für wen ist es und klingt es oder ist es Quatsch. Und das werden wir jetzt herausfinden. Hier ist übrigens ein USB-Anschluss. Bevor ich den Next Speaker im Einsatz nutze, zeige ich euch noch kurz die Bedienelemente. Ich habe hier einmal einen Mute-Button, mit dem der gesamte Lautsprecher stumm geschaltet wird. Dann gibt es natürlich noch den Volume-Schalter, Plus-Minus, ne, Lautstärke leiser und lauter, Claro. Auf der anderen Seite befinden sich auch noch 2 Knöpfe, nämlich einmal den Sound-Mode-Button. Dieser Lautsprecher kann Optimierung vornehmen für zum Beispiel den Voice-Mode oder den First-Person-Shooter-Mode, Roleplay-Mode und so weiter und so fort. Je nachdem, was man für einen Einsatzzweck nutzen möchte, werde ich mir auch angucken. Und dann habe ich noch einen Mic-Mute-Button, der sich auch von alleine erklärt. Das Mikrofon, was integriert ist, wird dann eben stumm geschaltet. Daneben, hinter der Gummierung, befindet sich noch ein AUX-Eingang. Das ist ein Klinkeneingang, 3,5 mm. Und damit kann man noch zusätzliche Geräte an diesen Lautsprecher anschließen. An sich fühlt er sich sehr angenehm an. Er ist jetzt nicht so schwer, was ja auch ganz gut ist, wenn man ihn am Nacken trägt. Panasonic-Logo ist hier ganz dezent im Nacken eingelassen. Das ist eine gummierte Fläche hier, dieses Stück. Alles andere ist mit Stoff versehen. Der Lautsprecher hat eine Leistung von 4 Watt. Ich stecke es jetzt einfach mal rein. Ich habe mir den Speaker umgelegt, den Next Speaker von Panasonic. Und ich muss sagen, er fühlt sich erstmal ganz angenehm an, weil eben diese Gummierungslasche ist schon sehr angenehm, drückt nicht, ist auch nicht zu schwer. Und ihr hört jetzt wahrscheinlich ganz leicht Sound, Ingame-Sound. Das heißt, ich höre jetzt den Sound über den Speaker und werde jetzt erstmal mich an ein Rennspiel rantasten und versuchen,
erstmal ein Gefühl für diesen Lautsprecher zu bekommen, um zu schauen, okay, wie ist es denn? Wie schlägt er sich? Wie macht es sich? Autorennspiel ist kein Problem, kann man easy machen. Es ist angenehm zu tragen. Ich habe kein drückendes Gefühl. Ich habe keine Kopfhörer, die mich nerven. Das ist schon auf jeden Fall cool. Aber es ist natürlich auch ein bisschen leiser. Das schon. Muss jetzt aber nicht sagen, oder ich könnte nicht sagen, dass es jetzt indirekter ist als mit einem Kopfhörer. Das bedeutet, ich habe zumindest jetzt bei einem Rennspiel, wo es auch nicht so unbedingt auf Ortung ankommt, schon ein gutes mittendrin Gefühl. Das finde ich ganz schön. Ich werde jetzt mal schauen, wie es ist, wenn ich einen Shooter spiele, wo es ja ganz wichtig ist, dass ich eben die Steps höre, Gegner ordnen kann. Und da einfach mal schauen, wie ist es da mit dem Panasonic Next Speaker. So, Splitgate ist gestartet. Ich habe den First-Person-Shooter-Mode aktiviert. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt schlägt. Mir geht es hier vor allen Dingen um Steps, um Ortung. So, läuft gar nicht schlecht. Ortung funktioniert, wie ihr seht. Sehr gut sogar. Sehr gut sogar. Schaut mal, es ist gar nicht schlecht. Jetzt. So, Ortung ist auf jeden Fall gegeben. Kann man auf jeden Fall machen. Schaut euch das an. Kriegt ihr auf jeden Fall den Last Kill noch rein. Sehr schön. Finale Killcam. Das war's von Splitgate. Fazit gibt's ja ganz am Ende des Videos, aber erster Eindruck. Ich konnte damit zocken, wie ihr gesehen habt. Funktioniert. Jetzt habe ich Elden Ring angemacht. Ich wechsle den Modus mal auf RPG. Ja, und dann will ich natürlich auch noch testen, wie die Mikrofonqualität ist von dem eingebauten Mikrofon. Denn ich kann mich ja auch einfach mit dem Headset in einem Multiplayer-Spiel mit anderen Leuten unterhalten, ohne dass ich ein extra Mikrofon benötige. Und da will ich einfach gucken, ist die Sprachverständlichkeit gegeben? Wie ist das Signal an sich? Ist es nutzbar? Dröhnt es? Ist es stark verzerrt? Was passiert da? Und dementsprechend habe ich hier gerade eine Aufnahme am Laufen, um einfach mal reinzuhören. Wir hören jetzt mal rein, wie sich der Sound verhält mit dem internen Mikrofon, ob es okay ist. Und ich habe im Vorfeld schon mal reingehört und dementsprechend kann ich jetzt auch sagen, was mein Eindruck ist. Ja, es ist verständlich. Es klingt nicht so warm und so voll wie mit einem professionellen Studio-Mikrofon. Das kann es ja auch gar nicht sein bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber ich finde, die Sprachverständlichkeit ist durchaus gegeben und man kann damit auf jeden Fall im Spiel sich mit anderen Leuten, Mitspielern, Mitspielerinnen unterhalten, das ist kein Thema. Und ich finde auch, dass es für Call-Situationen, also für Situationen im Homeoffice, absolut ausreichend ist, hiermit auch Meetings zu bestreiten. Das finde ich persönlich gar nicht schlecht, weil neben dem Gaming gibt es ja auch viele Leute, die einfach sagen, ich habe keinen Bock, den ganzen Tag ein Headset zu tragen oder einen Kopfhörer zu tragen
oder haben eben auch nicht, wie ich jetzt hier, das professionelle Equipment, weil es eben auch viel, viel kostspieliger ist, auch vom Platzaufwand natürlich ein anderer Schnack ist. Und damit, finde ich, kann man auf jeden Fall auch sehr, sehr cool den ganzen Arbeitsalltag bestreiten. Dementsprechend, dafür gibt es von mir auf jeden Fall auch noch einen Pluspunkt. So, ihr Lieben, es ist Zeit für ein Fazit. Und zwar habe ich jetzt den Panasonic Next Speaker mit der Typenbezeichnung, ich muss nochmal nachgucken, SCGN01E ausgiebig getestet. Ich habe gezockt, Shooter, Casual Games, Rollenspiele und habe auch Homeoffice-Situationen nachgestellt, beziehungsweise genutzt. Ich habe es im Homeoffice genutzt und bin, glaube ich, in der Lage, ein Fazit zu geben. Ich habe mir auch noch Filme angeguckt und Serien angeschaut. Ich bin so weit, dass ich was sagen kann. Und zwar ist es so. Anfangs habe ich gedacht, wow, was ist das wohl? Ein Next Speaker, also ein Lautsprecher, den man sich um den Hals legt, als quasi Halskette, ohne aktiven Stromanschluss. Also ich habe ja nur den USB-Stecker. Damit läuft das Ganze dann ja Plug-and-Play-mäßig. Wie viel kann das Ding? Wie viel taugt es? Und ich muss sagen, für den Preis von 179 Euro eigentlich eine ganze Menge. Man muss allerdings wissen, für welchen Einsatzzweck man dieses Gerät nutzen möchte. Erstmal ist es so, dass bei Games die verschiedenen Modi meiner Meinung nach nicht so sehr ins Gewicht fallen. Es sind eher subjektive Unterschiede, finde ich nicht so richtig krass. Aber sie funktionieren trotzdem. Das heißt, bei Splitgate beispielsweise konnte ich schon sehr gut orten, wo meine Gegner sich aufhalten. Oder auch bei Filmen und Serien, die Surround-Darstellung ist schon echt ganz nice. Jetzt ist es auch so, dass man, obwohl es ja ein offenes Design ist, das heißt, ich habe ja keine geschlossene Kapsel auf meinem Ohr, sondern ich habe einen Lautsprecher, der ja quasi im Raum überall zu hören ist. Trotzdem gehe ich meinen Leuten in unmittelbarer Nähe nicht auf die Nerven. Und das finde ich erstaunlich. Die Richtungscharakteristik der Lautsprecher ist auf jeden Fall gut und gegeben. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das heißt, im Homeoffice ist dieser Lautsprecher meiner Meinung nach richtig gut, weil ich einfach entspannt sitzen kann. Ich kann meine Tätigkeiten ausüben, kann tippen und kann mich mit meinen Leuten unterhalten. Ich finde es wirklich gelungen. Das finde ich wirklich in Ordnung, wie das mit der Sprachverständlichkeit gegeben ist. Ihr habt es gehört, den Test mag ich. Die Lautstärke an sich, das nochmal als Manko. Die Lautstärke an sich könnte meiner Meinung nach stärker ausfallen. Das bedeutet, wenn man gewohnt ist, wie laut und druckvoll man mit Kopfhörern quasi eine Soundkulisse erleben kann, da kommt es nicht ran. Das ist nicht vergleichbar. Aber wenn man zum Beispiel das nicht gut haben kann, Kopfhörer zu tragen, wenn man vielleicht Brillenträgerin, Brillenträger ist, da gibt es von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Und ich habe mich jetzt ertappt, dass ich dieses System gerne nutze, einfach um entspannt ein bisschen zu zocken, entspannt im Homeoffice was zu machen. Und dafür ist es auf jeden Fall total cool. Also ich bin unterm Strich angetan. Preis-Leistung meiner Meinung nach funktioniert. 179 Euro ist angemessen. Kann man auf jeden Fall machen. Und ich möchte mich bedanken bei Panasonic, dass ich sowas machen darf. Ich finde es total geil, hier mehr Technik-Reviews durchführen zu können. Und ich hoffe auch, dass euch diese Videos gefallen und dass ihr Lust habt, mehr in dieser Richtung zu erleben. Unter dem Video habe ich euch nochmal einen Link reingepackt zu diesem Kopfhörersystem. Und jetzt kommt noch eine schöne Sache. Und zwar ist es so, dass ich unter allen Menschen, die hier unter dem Video kommentieren, ein Kopfhörersystem raushauen darf. Das heißt, Panasonic hat mir noch einen Next Speaker zukommen lassen und den darf ich unter allen Leuten, die hier kommentieren, raushauen. Wir machen das einfach so den gesamten März über. Wenn ihr kommentiert, dann könnt ihr mitmachen und seid dann quasi im Lostopf und vielleicht habt ihr Glück und bekommt so einen Panasonic Next Speaker. Ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert weiterhin fleißig, sagt anderen Leuten, was auf diesem Kanal abgeht. Und ja, das war mein Review zum Panasonic Next Speaker. Abgefahrenes Ding. Ich bin gespannt, was die Zukunft so bringt. Vielleicht ist es was für euch. Einen schönen Tag wünsche ich. Bis dahin.